Umgang mit Unklarheit anderer. Vielleicht bist du mit einem Menschen zusammen oder ist jemand in deiner Umgebung, der ist unklar. Er ist sich selbst im Unklaren und er ist unklar gegenüber anderen. Wie gehst du damit um? Wenn jemand mit selbst unklar ist, dann kann es hilfreich sein, dass du mal mit ihm sprichst, dass du ihn fragst, was er denn meint, dass du zuhörst. Wenn Menschen erzählen und wenn sie jemanden haben, der ihnen mitfühlend zuhört, dann werden sie sich oft im Klaren. Manchmal hilft es, einfach zuzuhören. Manchmal kannst du dem Menschen ein paar Gesichtspunkte geben, aber erst nachdem du zugehört hast. Manchmal kannst du ihm oder ihr auch etwas sagen und einen Tipp geben. Manchmal ist jemand für sich klar, aber drückt sich unklar aus. Dann kannst du nachhaken, anstatt genau zu überlegen, was will der eigentlich und Hypothesen aufzustellen. Du kannst auch einfach nachfragen, kannst sagen, mir ist das unklar, was du gerade sagst. Könntest du genau sagen, was du von mir willst? Und ruhig zwei-, dreimal nachhaken. Wenn ein anderer unklar kommuniziert, dann braucht man sich nicht über seine Unklarheit beschweren. Man kann selbst nachhaken und um Klarheit bitten.